Wusstest du, dass du, wenn du als Yogalehrerin richtig guten, sicheren, kompetenten Yogaunterricht geben möchtest, dass du unbedingt den Beckenboden einbeziehen solltest? Der Beckenboden ist einfach dein Wunderkraftwerk und er bringt dir in den Asanas viel mehr Leichtigkeit und Zentriertheit. Und gleichzeitig ist es super wichtig, dass du Bescheid weißt, wie du den Beckenboden deiner Schüler schützt, wie du den Rücken, die Wirbelsäule und vor allem auch die Gelenke schützt, weil der Beckenboden ist so vernetzt mit dem ganzen Körper, dass es verrückt ist, eigentlich ihn außer Acht zu lassen. Das ist wirklich ein Missing Link im Yoga, das fehlende Puzzleteil. Und die ganze Unterrichtspraxis wird anders und auch die eigene Yoga-Praxis wird einfach viel zentrierter, viel leichter, viel befreiender. Und wenn du dieses Verständnis entwickelst für die Zusammenhänge in deinem Körper, dann gibt dir das einfach ganz viel Sicherheit und Klarheit und Kraft für deinen Yoga-Unterricht. Dafür habe ich die einjährige Beckenboden-Yoga-Ausbildung entwickelt. Da bekommst du wirklich alle Informationen, die du brauchst, ganz viel Wissen, du verstehst ganz viele anatomische Zusammenhänge, aber du bekommst auch die Erfahrung, die du brauchst, die tiefe eigene Erfahrung. Es ist eine sehr meditative Praxis auch, wo es wirklich um Bewusstseinsschulung geht. Und du bekommst auch alles an die Hand, um richtig guten, kompetenten Yoga-Unterricht zu unterrichten und den Beckenboden zu integrieren ins Yoga, aber auch in dein Leben, in deinen Alltag. Das heißt, nicht nur für deine Schüler ist es wunderbar, wenn du wirklich ein gutes Beckenbodenbewusstsein hast, sondern auch für dich selbst, für dich persönlich, weil es dich dir einen unglaublichen Zugang zu einer inneren Kraft gibt. Ja, nach dieser Ausbildung hast du nicht nur einen kraftvollen Beckenboden, sondern auch einen entspannten Beckenboden, weil was wir brauchen, ist wirklich ein lebendiger Beckenboden, der mit dem Leben fließt und der dir als Kraftquelle zur Verfügung steht. Aber diese Kraft kommt eben auch aus der Entspannung heraus. Ja, und auch auf der energetischen und emotionalen Ebene gibt der Beckenboden dir ganz viel Sicherheit und Kraft und Stabilität. Ja, weil es ist dein Basischakra, also dein Wurzelchakra, ist am Beckenboden verortet. Und hier bekommst du einfach Zugang zur Erdkraft und Zugang zu einer Kraft, die dich hält und trägt und in den ganzen Stürmen des Lebens dir einfach einen wirklich guten Anker bieten kann. Alle Yogalehrer, die bei mir die Ausbildung gemacht haben, die sagen, dass ihr Yogaunterricht sich komplett verändert hat. Ja, also der Yogaunterricht wird so viel differenzierter und genauer und auch liebevoller, würde ich sagen, ja, weil es ganz viel um die liebevolle Arbeit mit dem eigenen Körper geht. Du bekommst auch ein Beckenboden-Yoga-Kurskonzept. Das heißt, du kannst sofort nach der Ausbildung mit eigenen Beckenboden-Yoga-Kursen starten. Und das ist etwas, was die Welt wirklich braucht. Ja, also so viele Menschen haben Probleme mit ihrem Beckenboden und die Teilnehmer sind unglaublich dankbar, wenn sie einen so schönen, liebevollen Zugang zu ihrem Beckenboden finden und einfach auch Hoffnung schöpfen, dass der Beckenboden wieder kräftig ist und auch entspannen kann. Ja, die ganze Beckenboden-Yoga-Ausbildung hat unglaublich viele Aspekte. Es ist wirklich eine unglaubliche Fülle. Und um dir das genau zu erklären, möchte ich dich einladen zum Infowebinar. Das ist kostenlos. Da erfährst du alles, was wichtig ist für die Beckenboden-Yoga-Ausbildung und was du davon erwarten kannst. Und du kannst dich einfach hier unten eintragen unter dem Link.